Hallo Leute, hier ist wieder der Xi mit Kirby 64 The Crystal Shards. Und heute kümmern wir uns um den letzten Boss. Ein wirklich interessanter Boss. Wie man sieht, vertritt er unsere Fähigkeiten. Würde ich jetzt den Teil, den ich von ihm genommen habe, runterschlucken, würde ich auch die entsprechende Fähigkeit bekommen, also Bumerang. Und ja, dieser Boss nimmt verschiedenste Formen an und man kann ihm dann immer nur mit seinem entsprechenden Element Schaden zufügen. Man könnte sich auch die Fähigkeiten nehmen, um ihn damit zu schaden. Aber es geht auf diese Weise ebenso gut. Schwierig ist diese Phase, denn, ja, wie man sieht, ist die Phase, in der man ihn treffen kann, relativ kurz. Gleichzeitig aber die, in der einen treffen kann, relativ lang. Ja doch, im Grunde schon. Ja, muss man halt ein bisschen aufpassen. Gerade, ja, genau wegen sowas. Na ja, gut, aber mit zwei Lebenspunkten zum letzten Boss zu gehen, ist auch irgendwo ein leicht seltsames Unterfangen. Ja, also wirklich eine schöne Idee. Auch, dass man hier die Arena, sage ich jetzt mal, gefällt mir auch gut. Was mir nicht gut gefällt, ist die Art, wie ich hier versuche zu kämpfen. Das ist grauenhaft. Allerdings, Eis möchte ich jetzt noch gar nicht zerstören. Einfacher Grund, aus Eis kann man nämlich noch was machen. Ja, genau. Würde man sich nicht so unglaublich dämlich anstellen. So, Feuer ist auch erledigt. Ja, wie man sieht, kann man an der Anzahl seiner Augen sehen, wie viel Schaden er genommen hat. Schlecht. Nein. Ich stehe schon wieder so schlecht da. Das gibt's doch nicht. Hat nicht mehr gezählt, verdammt. Also, Kampfgeschick ist das nicht gerade, was ich da heute wieder an den Tag lege. Meine Güte. Wenn ich mir denke, wie ich den früher fertig gemacht habe. So, da warte ich jetzt aber. Denn damit habe ich was vor. Das war knapp. Ich warte jetzt. Ohne Witz. Das war fast schon wieder riskant. Das gibt's nicht. Nee, also so darf das nicht laufen. Ah gut, ja, ich habe meine Blamage wieder. Jetzt darf's auch wieder gut laufen. Eis und... Nee.
Hier ist wirklich klüger, sich in der Mitte zu halten. So, doppelter Schaden. Damit es damit möglichst bald aus ist. So, Eis lasse ich überleben. Wie gehabt. Eis und Donner sollen die letzten beiden sein. Ich weiß, das ist eine Taktik, mit der man sich schon fast zu einfach macht, aber ja, warum nicht? Mist. Nee, also lasse ich wie gesagt überleben. Donner hat momentan einen Schadenspunkt. So. Der Bumerang kam in einem Zug fertig. Mann, Bumerang ist nicht schwer. So. Dynamik 18, Dynamik 18. So, Bombe ist auch endlich hinüber. Ja, mit Eis kann es mir momentan noch gestohlen bleiben. Sag mal, hatte der vorher auch nur 6 solche Tetraeder um sich rum? Schade. So, die Farm ist auch gleich kaputt. Ey, das Geräusch von Kirby, wenn er länger saugt, klingt schon ganz schön schrill, muss ich sagen. Mal ein Ticken leiser. Aber dann ist wieder so unausgeglichen. Allzu viel dürfte jetzt nicht mehr da sein. Oh, jetzt habe ich mich schon wieder selber in. Ja. Komm, hau Eis her. Nicht Feuer. Was will ich mit Feuer? Feuer ist Blödsinn. Na komm, mach Eis. Brav. Ja, und jetzt wollte ich bloß noch eins von diesen Teilen. Okay, jetzt sind sie zwar nicht die letzten beiden, aber... Ja, nee, du. Geh mal erstmal die anderen beiden kaputt. Entspricht zwar absolut nicht meiner Planung, aber... Ach, was soll's. Schaden drücken. So. Komm, also wenn ich jetzt noch verliere, dann... Was? Der hatte noch... Ach Mist, der hatte noch einen Schaden genommen. Ich habe ja vorher nicht getroffen. So, Stein ist auch kaputt. Sehen nur noch ein Auge, oder? Ja, genau, ein Lebenspunkt. Und doppelte Ladung. So. Und noch ein Splitter. Tja, der letzte Boss ist geschlagen. Von dem ich leider gerade auch wieder den Namen nicht weiß. Die Dunkelheit ist verschwunden. Tja, was
sollte dieser Gesichtsausdruck nur bedeuten? Tja, die Antwort gibt's leider erst in der nächsten Folge. Somit gebe ich auch noch kein Resümee dazu ab. Ja, ist natürlich jetzt blöd im Abspann. Aber ja, ich wollte halt diese Szene auch zeigen. Sonst hätte ich das Ganze als unfertig empfunden. Andererseits, mal schauen, wie lang der Abspann ist. Wenn der nicht so lange dauert, ich meine, das andere wird dann eventuell, ja, aber das ist dann auch blöd. Ach, wisst ihr was, ich lasse jetzt einfach dabei mal Musik hören. Ah, kann ich ja doch nicht. Was ist das nur für eine Zeichnung? So einen Gegner haben wir bisher nicht gesehen. Nochmal Kirby. Und der Splitter. Oder, ne, das ist wahrscheinlich dann doch der komplette Kristall. Tja. Das ist natürlich jetzt blöd. Ach, wisst ihr was? Ja, 99%. Wir sind fast durch. Womit fülle ich die Folge denn jetzt noch? Na, machen wir die andere Sache einfach. Machen wir es einfach. Warum nicht? So, dann holen wir noch den letzten der Kristallsplitter. Ich denke mal, ich werde in den Titel dann den Namen des Bosses schreiben. Ich muss mich halt dann erst erkundigen, wie der denn überhaupt geheißen hat. Ja. So, hier müsste er eh gleich irgendwo rumliegen. Ja, hier war die Welt noch friedlich. So. Ja, man hat's gesehen. Der Kristall ist komplett. Und wenn wir jetzt wieder zu Ripplestar gehen, dann blinkt hier was. Denn jetzt haben wir was freigeschaltet. Wir müssen nochmal gegen diesen Gegner kämpfen. Abgesehen davon sind unsere 30 Leben weg, was ich gerade jetzt nicht so toll finde. So, doppelte Ladung. Ja, Donner und Eis lasse ich leben, aber nur mit einem Lebenspunkt. So. Whoop. Dann halt nur einen Schadenspunkt. Ja, ja, wenn er dann eh nicht treffen würde, dann kann Kirby plötzlich wieder schnell reagieren. So, auch zwei Schadenspunkte. Tja. Die Feuerform kennt übrigens drei verschiedene Arten und Weisen anzugreifen. Das gibt's nicht. Gäbe noch eine, da macht er vier Strahlen auf einmal. Naja, auch doppelter Schaden. Immerhin. Na komm doch her. Ja, dich lasse ich in Ruhe. Ein fliegender geschliffener Eiswürfel. Hat was.
erinnert mich an einen gewissen anderen Würfel, aber das hat hier nichts zu suchen. Bei dem Gegner habe ich halt immer Angst, dass mir wieder die Kugeln ins Kreuz fliegen. So, was machst du jetzt? Stachel, ja, der ist sowieso gleich im Eimer. So. Der hat's auch gleich hinter sich. Und was? Wie ist das denn möglich? Mach's doch nicht unnötig kompliziert. So, wieder Bombe. Wer verträgt denn noch zwei? Ich bin so unfähig. So. So habe ich mir das gedacht. Das war eine saublöde Idee. Ich glaube, Elektro auf Eis drauf zu bauen ist leichter. Na, ging. Oh, Dreck. Kann es sein, dass ich den vorher auch schon mit Steinen erledigt habe? Und damit ist der Gegner nochmal erledigt. Und wir kriegen nur ein Leben. Naja, nur. Da unsere 30 ja weg sind. Na? Ja, ja, Moment. Moment. Das gibt's nicht. Die Zeit vergeht nicht. Ach, okay, dann machen wir halt Finale. Okay. Hab mich überredet. Ja, in der Mitte ist halt jetzt ein neuer Planet entstanden, in Anführungszeichen. Okay, das heißt, der Titel hat dann gleich mal mehrere Ereignisse drin. Okay. Dann passiert halt mal viel. Abwärts. Weil ich mich jetzt einmal treffen habe lassen. Trotzdem danke, Adlan. Ja. Jedenfalls ist in der Mitte ein neuer Planet entstanden und da sah man immer wieder Dark Matter Augen. Und da haben wir die Gestalt, die wir vorhin im Abspann schon sahen. Zero Two. Die... Naja, wie soll man sagen? Die finale Form von Dark Matter. Wie man sieht, muss man hier das Auge treffen. Der Gegner hat immer wieder hat Phasen, die man durchlaufen muss. Man sieht, dass er noch keinen Schaden bekommt. Und hier mal ein besonderes Augenmerk auf die Hintergrundmusik. Das meiner Meinung nach beste Stück im ganzen Spiel. Und der Gegner, also so schwer ist er nicht, aber unterschätzen sollte man ihn trotzdem.
Nicht diese Explosionen, die er hier schleudert, die sind an sich nicht ohne. Wenn man sich einmal vertut, kann er einem schon gut zu schaffen machen. Haben wir es denn bald? So, jetzt haben wir ihn soweit und jetzt müssen wir ihn oben am Pflaster drehen, beziehungsweise seinen Heiligenschein, den er überhaupt nicht verdient hat, erledigen. Seine roten Flügel, Federn, wie auch immer, kann man ihm auch zerstören. Wichtig ist aber das hier, was da unten rausgekommen ist. Das könnte man tatsächlich als die wortwörtliche Wurzel allen Übels bezeichnen. Ja, natürlich, jetzt hat er Schaden gekriegt, jetzt wird er natürlich immer schneller im Feuer. Was es bringt, seine Flügel zu zerstören, weiß ich nicht. Bei unseren Fähigkeiten sieht man auch, ja, die eine Fähigkeit ist halt quasi die Unterstützung von Ribbon. Und das andere, die Kraft des Kristalls. Warum auch immer das Ding jetzt zu einer Kanone wurde. Und der Strahl des Kristalls ist vorhin bei der werten Königin auch ein bisschen merkwürdig gewesen, oder? Ah ja, natürlich mal da, die grünen Gaswolken oder was das sein soll, darf man natürlich auch nicht berühren, habe ich vergessen. Ich weiß nicht, wenn man die Flügel zerstört, vielleicht kann er sich dann nicht mehr so leicht wieder in seine gerade Position bringen oder was, keine Ahnung. Ich habe sie mal beide zerstört, aber einen wirklichen Effekt habe ich jetzt nicht gemerkt. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich hier nicht zu viel bewege und nicht in die Explosionen reinlenke, so wie gerade. Na komm schon. Was man auch sagen muss, Zero Two ist ein Gegner, der überhaupt nicht in das typische Kirby, soll man sagen, das typische Kirby reinpasst. Also dieses süße Knutschkugel, alles toll, alles süß und so. Weiter, ich meine, dieser Gegner, was da aus seinem Auge herauskommt, wenn wir ihn treffen, das ist Blut. Das ist wirklich sein Blut. So. Die Wurzel allen Übels wurde zerstört und Zero Two ist erledigt. Ja, das ist eben der Planet, der entstanden ist. Sollte man ein Game Over provozieren, ist es halt möglich, auf diesen Planeten auszuwählen und so hinzukommen. Also man muss den Level nicht immer wieder machen. Jetzt halte ich die Klappe. Das war doch mal ein schönes Schlussbild. Ja, damit ist Kirby 64, The Crystal Shards 100%. Es sind nicht viele Folgen geworden. Ja, dass es hier im Grunde genommen das gesamte Finale gleich drin ist, habe ich nicht erwartet. Ich dachte eigentlich, ich teile es so auf, dass ich einmal den Würfel mache und dann in der zweiten Folge quasi den Würfel und Dark Matter bzw. Zero Two. Ja, jetzt sind die Bilder auch alle in Farbe, falls niemand aufgefallen ist. Ich glaube, die Musik klingt auch etwas anders. Naja, jetzt kann ich mein Resümee zu dem Spiel ja geben. Wie gesagt, wie am Anfang schon gesagt, ich finde, es ist eine sehr schöne Übersetzung von Kirby auf die N64. Grafisch ist sehr schön umgesetzt worden, weil 3D-Gestaltung ja viele zweidimensionale Charaktere auf dem N64 leider etwas entstellt hat, muss man mal so sagen. Und ja, ich nehme gerade auf. Ständig wird man unterbrochen. Naja, jedenfalls, die Bosse, habe ich auch schon mal gesagt, die sind einfallsreich.
Die haben sich hier wirklich, wie in jedem Kirby-Teil eigentlich, immer was Neues überlegt. Jetzt ist hier die Zeichnung von Zero Two auch komplett. Und ja, alles was sonst noch zum Spiel zu zeigen, vom Spiel zu zeigen gibt, werde ich jetzt dann noch in dem letzten Teil, also das hier ist das Finale, und dann kommt halt noch, weiß nicht wie ich es bezeichnen soll. Werde ich mir noch überlegen, aber wird noch alles gezeigt, keine Sorge. Jedenfalls kann ich dieses Spiel jedem weiterempfehlen, der was für Jump'n'Run übrig hat, denn ich denke mal, für allgemeine Jump'n'Run-Fans ist Kirby definitiv keine verkehrte Wahl. Und ich würde dann sagen, nein, danke. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Projekt. Ich bin Xi, das war's mit Kirby 64 The Crystal Shards. I shall see you soon. Very soon. Ciao, Leute.